Hallo und willkommen zurück bei StarCraft 2. So, ich hatte die Mission, die wir jetzt machen, schon mal gemacht. Das Problem war, irgendwas stimmte da mit meinem PC nicht und es war ultra ruckelig. In der Folge ging es dann, außer am Ende des Videos, deswegen habe ich jetzt das nochmal gelöscht. Ich habe nochmal zurückgeladen. Ich muss jetzt aber nochmal mit jedem hier reden. Ich sehe nicht mehr, wer was zu sagen hat, deswegen klicken wir einfach jeden an. Und dann machen wir die Mission einfach nochmal. Also ich habe die Mission jetzt schon mal gemacht. Aber ist ja nicht schlimm. Wohin wir auch reisen, überall herrschen Tod und Zerstörung. Das ist unser aller Schicksal. Sollten wir nicht einschreiten. James Rayner. Ich hätte wissen sollen, dass das Schicksal ihn ebenfalls in den Krieg mit Amon hineinzieht. Die Lage ist ernst, Artanis. Eine Menge Leute sind da unten gestorben. Wir müssen diese Mistkerle ausschalten. Wie mögen all diese Terraner nur Amons Sklaven geworden sein? Sie waren bei einem streng geheimen Forschungsprojekt für die Sicherheit zuständig. In Dr. Naruts Hybridenlabor. Nachdem Valerian das Amt angetreten hatte, ging jeder Kontakt mit der Möbius Foundation verloren. Die letzten Übertragungen waren chaotisch. Wahnsinnig. Danach fingen die Angriffe an. Dann hat Amon sie zu Sklaven gemacht. Einer willenlosen Armee. So gefährlich sie sind erst der Anfang. Du warst schon immer ein Optimist. Diese Terraner sind scheinbar eine Spezies in einer Frühphase ihrer Entwicklung. Ich weiß gar nicht, ob es hier was Neues gab, was ich... Ach so, ja, aber... Nichts, was wir... nehmen würden. Der Solarkern arbeitet tadellos, Sirach. Ich habe diesen Jim Rayner beobachtet und die Archive konsultiert. Nun verstehe ich, warum ich ihn so respektieren konnte. Warum ich sein Freund war. In den Archiven gibt es noch mehr zu finden. Über Rayner und über euch. Ihr müsst nur den Mut haben, danach zu suchen. Ich bin mir bewusst, dass ein Teil meiner Vergangenheit für immer verloren ist. Aber jetzt ist nicht die Zeit, darüber zu lamentieren. Ganz bestimmt nicht, wenn mich ein glorreicher Kampf erwartet. Ihr habt sehr ungewöhnliche Freunde, Hirach. So, hier war aber irgendwas. Das habe ich aber, glaube ich, schon gemacht. Automatische Assimilatoren, ja. Ja, alles so, wie es sein soll. Gut, dann starten wir rein. Das Möbius Corps ist mit dem Artefakt unterwegs nach Bennett Port. Wir müssen sie stoppen, sonst gehen sie uns durch die Lappen. Ja, dann auf ihn. Deswegen, ich hatte eigentlich einen Erfolg nicht, den habe ich beim letzten Mal gemacht, aber gut. Also das war eigentlich nur... Zeig ich euch gleich. In Bennett Port, oder was davon übrig ist. Das Möbius Corps hat sich hier verschanzt, um uns vom Artefakt fernzuhalten. Valerian baut gerade seine Basis auf. Sobald er hier ist... Rayner, was geschieht mit euch? Die Hybriden leiten leeren Energie in den Schlüsselstein. Die dabei erzeugte psionische Störung überwältigt die Terraner. Aktiviert die Unsterblichen. Wir brauchen schwere Einheiten, um die Terraner zu beschützen, bis das Störfeld nachlässt. Mann, damit schulde ich dir schon doppelt was, Artanis. Das war, als würde ich meinen Verstand verlieren. Sie laden den Schlüsselstein wieder auf. Er wird bald erneut aktiviert. Wir müssen ihn in unseren Besitz bringen. Das kannst du laut sagen. Stürzen wir uns ins Getümmel, Partner. Das ist eigentlich eine sehr geile Mission, weil ich zwei Koop-Partner habe. Ja, im Prinzip war der Erfolg, den ich nicht hatte, als wenn die so betäubt sind, 80 Terraner Platz zu machen. Wir können Unsterbliche in der Roboterfabrik produzieren. Sie sind dazu konzipiert, Feinde zu belagern und Verbündete zu schützen. Marschieren zum Sieg.
Also. Meine Jungs heizen jetzt den Möbius-Korps ein. Sobald ihr eure Stellung gesichert habt, macht ihnen die Hölle heiß. Ich kenne natürlich jetzt die Karte noch ein bisschen besser als sonst. Hierarch, mehrere unserer Liga-Forschungsstationen melden, dass sie angegriffen werden. Wenn sie sie retten können, übergebe ich ihnen sämtliche Protoss-Technologie, die sie gesammelt haben. Dieses Störfeld hat meine Truppen kalt erwischt. Wir haben schwere Verluste erlitten und brauchen Zeit, um eine Stellung zu sichern. Tut, was ihr könnt, um sie von uns fernzuhalten. Schon sicher. Dabei. Deine Position ist sicher, bis sie den Schlüsselstein wieder aktivieren. Eine Forschungseinrichtung der Liga wurde befreit. Ach, ich fasse es nicht, dass wir das tatsächlich heil überstanden haben. Ein paar unserer Sanitäter bleiben hier, falls sie sie brauchen. Danke. Es ist vorherbestimmt. Ich muss mal kurz die Wege sichern. Während ich hier noch... am Aufbauen bin. Undara, Mann. Aber ich muss meine Basis gerade mal mehr schützen. Weil wenn die mich angreifen, haben wir auch nichts gewonnen. So. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier schützen muss. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Aber ich muss ja noch Gebäude bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wie viel kostet das eigentlich an Energie? 75. Der Schlüsselstein ist bald bei voller Energie, Hierarch. Wir müssen unsere Verbündeten wieder vor den Hybriden beschützen. Nicht nur das. Ihr habt nicht gewonnen. Wir müssen uns auch auf den Angriff vorbereiten. Weil wir können dann ja vorrücken in der Zeit. So, wir werden hier Undara Manakai. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Lauscht den Klang des Todes. Noch eine Minute, damit könnten wir das hier platt machen. Da kommen direkt die nächsten. Vergeltung wird kommen. So, die werden damit durch. Ich spüre eure Gegenwart. Es ist vorherbestimmt. Die Angreifer sind gefallen. Vorwärts zum Schlüsselstein. Okay. Hier kann ich jetzt theoretisch eine Verteidigung bauen. Da klaue ich mir mal einen.
Ach, ich bin noch gar nicht hier Dings ready. Commander, unsere Truppen sind bereit. Die Liga greift das Möbius-Korps an. Wir sind durch ihre Verteidigungslinien gebrochen. Ziehen wir hier draußen ein paar Bunker hoch. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hier ist noch ziemlich groß, das machen wir beim nächsten Mal. Das Möbius-Korps hat es auf unseren Nexus abgesehen. Macht euch bereit. Alle werden ihn anbeten oder für immer verstummen. Okay, ich habe beim letzten Mal diese Teile nicht angegriffen. Ich dachte aber, wenn man die angreift, dass da, dass hier vielleicht Mineralien drin sind. Aber nee. So, wenn der nächste Mal durch ist, dann machen wir hier die Forschungseinrichtung. Okay. So, wo ist die F1? Wo ist der? Ach, da war wohl einer von denen hier. So. Ich verteidige sie jetzt sogar mehr als beim letzten Mal, obwohl es beim letzten Mal schon nicht nötig war. Einfach nur, weil ich Lust habe. Die 8 kann eigentlich permanent die Dinger bauen. Und wie hier ein paar Schilddinger machen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die sind ja noch gar nicht voll. 15, 16, 17, 18. Der Schlüsselstein ist bald bei voller Energie, Hierarch. Wir müssen unsere Verbündeten wieder vor den Hybriden beschützen. Ich wollte eigentlich hochgehen, aber vielleicht gehen wir doch nicht hoch. Das ist die 9. So, du bist mal die 2. Gehst jetzt hier hin. Hier ist ein Hybrid, aber... Lasst sie geradewegs in unsere Klingen laufen. Durchgeführt. So, direkt wieder Verteidigung bauen. Und rein. Ihr
Wir haben dem Angriff der Hybriden erfolgreich widerstanden. Vorwärts, Krieger! Okay, wir gehen mal hier weg. Oh shit. Verdammt, brummt mir der Schädel. Machen wir beim nächsten Mal. Danke für die Hilfe, Artanis. Beim nächsten Mal können wir hier oben machen. Liga WBFs, errichtet hier eine Befestigungslinie. War praktisch, dass sie auch meine Leute heilen. So, geht mal nach da. Dieser Monolith finde ich eine mega coole Verteidigung. Dass auf einmal die Protoss so starke Verteidigung haben. Ach so. Ganz vergessen. Ja, wir lassen die beiden mal hier in Ruhe kämpfen. Basis wird angegriffen. Upgrade durchgeführt. Schönes Stellungsspiel ist das hier. Wir können ja mal gucken, was hier für Einheiten sind. Vielleicht muss ich gar nicht warten. Bunker. Ich will nur nicht, dass die Panzer haben. Hier haben die jetzt keinen Bunker gebaut, ne? Wahrscheinlich, weil ich im Weg gebaut habe. Warum ich jetzt warte und nicht angreife, ich will euch das halt genauso zeigen, wie ich es beim letzten Mal auch gemacht habe, ne? Weil das ja... Deswegen baue ich auch hier jetzt die Verteidigung, das habe ich beim letzten Mal genauso gemacht. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Nur, dass ich die Verteidigung erst gebaut habe, als die schon ihre Bunker gemacht haben. Jetzt bin ich halt ein bisschen schneller. Mächtige Energie geht von dem Schlüsselstein aus. Ich vermute, er wird sich bald wieder entladen. 20 Sekunden. Ja, jetzt wo die anderen Schilde aufladen können, sind die auch viel wert. Danke für Ihre Hilfe. Unsere letzten Forschungsschiffe sind unterwegs zur Front. Okay, die gehen nur noch unten. Dies müsst
ihr Laden. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Pylonen. Wir befinden uns im Kampf. Lasst sie geradewegs in unsere Klingen laufen. Nun, da die Hybriden ausgeschaltet sind, können wir wieder vorrücken. Bin dran. Bloß gut, dass sie hier sind. Fast alle sind gestorben. Es sind nur noch ein paar Medivacs übrig. Ich schicke sie, um Imperator Valerians Truppen zu unterstützen. Imperator Valerian, wir haben alle der bedrohten Forschungseinrichtungen gesichert. Ich verspreche, dass ich Ihnen das nie vergessen werde, Hierarch. Ganz schwarz vor Augen geworden. Bloß gut, dass ihr da seid. Wir könnten jetzt natürlich auch einfach so durchrennen, ne? Das habe ich beim letzten Mal zwar nicht gemacht. Space Marines. Ich habe da hier auch noch eine Riesenverteidigung gebaut. Aber unsere Armee ist mittlerweile so groß. Wir befinden uns im Kampf. Gute Arbeit. Dieses Gebiet ist gesichert. Ich lasse hier ein paar Verteidigungsanlagen bauen. In unsere Klingen laufen. Beim nächsten Ding ist das hier Geschichte alles. Hauptsache die ganzen Panzer tanken das alles weg. Ich messe einen deutlichen Energiezuwachs. Der Schlüsselstein wird bald eine weitere Störungsnova entfesseln. Das ist gut, dass die immer durchporten können. Das wäre nur schön, wenn die eine höhere Range hätten. Shit. Erneut diene ich.
Oh, wir haben die gekillt? Ja, dann. Das war's. Wir haben das Möbius-Korps zurückgeschlagen. Verdammt. Schaut euch das nur an. Nicht mal die Zerg haben die Stadt so übel zugerichtet. Diesen Krieger? Nein. Aber seine Geschichte. Ich kenne all ihre Geschichten. Keiner glaubt, dass es ihn irgendwann selbst erwischt. Wir kriegen von überall Berichte rein. Liga-Welten überrannt. Außenposten zerstört. Eine Menge tote Jungs da draußen. Krieger. Der Tod ist das Schicksal aller Krieger. Eines, das auch uns vielleicht bald ereilt. Nichts ist in Stein gemeißelt, Artanis. Ich sehe das so. Wenn Teratul so viel Vertrauen in dich hatte, geht dieser Kampf gerade erst los. Es ist euer Brauch, die Hand eines Freundes zu schütteln. Nicht wahr? Zeig sie nach Tannis. Hey, ich hätte es aber auch diesmal geschafft. Genau drei... Naja. So, diese Cutscene war so stark am Ruckeln beim letzten Mal. Bis jetzt scheint es gut zu gehen. Rohanna! Bewahrerin! Rohanna! Artanis! Amon! Ich sehe deine Zweifel, deine Angst. Du bist so allein, wimmernd in der Dunkelheit. Ich werde dich befreien, euch alle, vom Joch dieser Existenz. Der ewige Kreis
Kreislauf aus Leid und Schmerz ist bald beendet. Eure Worte sind nichts als Gift, Amon. Eure Taten bringen nur den Tod. Sie bringen Erlösung. Das Ende eines Kreislaufs, den niemand für sich der Welt hat. Euer Widerstand bewirkt nur noch mehr unnötiges Leid. Vorbei, Hirach. Er ist fort. Versteht ihr jetzt, weshalb ihr euch von der Kala lossagen müsst? Ihr Licht ist erloschen. Ich werde ihm standhalten. Er hat mir seine Wut offenbart. Ich kenne seine Wahrheit. Wenn ihr die Verbindung nicht trennen wollt, dann müssen wir euch einsperren, in Stasis verwahren. Ich werde die Kala um jeden Preis bewahren. Wenn ich dafür Gefangenschaft erdulden muss, so sei es. Reyna ist ein mutiger Terraner. Klein, aber mutig. Es ist faszinierend, dass die Terraner es trotz ihres beschränkten Wissens über den Schlüsselstein geschafft haben, ihn als Waffe einzusetzen. Ich bezweifle jedoch, dass dies beabsichtigt war, geschweige denn seine Primärfunktion. Seht nur, Hirach, dieses Material regeneriert sich selbst. Es ist kein Wunder, dass es die Wissenschaftler der Terraner in eine der jüngsten Epochen einordnen. Laut meinen Projektionen dürfte es jedoch mehrere Milliarden Jahre alt sein, wenn nicht noch älter. Zeratuls Vision sprach davon, dass dieser Schlüsselstein uns zur Hoffnung geleiten würde. Wie versteht ihr das? Geleiten? Es ist ein Code, der entschlüsselt werden will. Der Schlüsselstein scheint Energie manipulieren zu können, aber er könnte auch einem weiteren Zweck dienen. Ich vermute, dass er Informationen über seinen Herkunftsort enthält. Seinen Herkunftsort? Ja. Ich verspreche euch, ich werde ermitteln, wie er uns zu den Xel'Naga führen kann. Verdoppelt eure Bemühungen, Karax. Uns bleibt nicht viel Zeit. So, Punkte verteilen. Nur noch 15 übrig. Ja, das nutze ich eigentlich nie, deswegen machen wir es doch eigentlich am besten so, oder? Das ist zwar auch mega, ne, aber... Wenn ich die immer direkt ranwappen könnte. Und es wäre eine schnellere Bauzeit. Ich würde das halt gern mittendrin so wechseln, ne? Aber manchmal ist das auch ganz praktisch, haben wir ja eben gesehen, wenn diese Maschinen immer über die Welt laufen müssen, weil dann fangen die oft Leute ab, dass ich noch mehr Zeit habe, wen zurückzuschicken. Ich konnte die Wahrheit über Amon erkennen, als er durch mich sprach. Er behauptet, seine Intention sei gut, doch in ihm toben nur Dunkelheit und Zorn. Robotische Angriffseinheiten können nun unserer Armee hinzugefügt werden, Hirach. Wir haben hier die Unsterblichen. Schafft eine Barriere, die eine große Menge Schaden absorbiert. Fügt gepanzerten Einheiten Bonusschaden zu. Ich glaube, das ist eine aktive. Ne, passiv. Hier, aktiv. Oder die Schattendinger. Adon
Das ist eine Kanone, die da abfeuern kann, geht aber auch gegen Lufteinheiten. Ja, ich würde sagen, wir nehmen die mal. Es ist immer praktisch, wenn die auch Luft angreifen können. Hallo, eure Hierarchlichkeit. Oh Mann, ich habe noch nie mit einem Protoss gesprochen. Wenn ich eines von eurem Commander gelernt habe, dann dass wir nicht so verschieden sind, Rory Swan. Doch fahrt fort mit eurem Bericht. Ja, richtig. Also das Artefakt, Schlüsselstein-Ding gehört euch. Wir übertragen gerade unsere Daten an euren Ingenieur. Ich danke euch. Bitte übermittelt Commander Rayner meinen Dank. Wird gemacht, Häuptling. Häuptling? Amons Macht reicht weiter, als ich jemals gedacht hätte. Dieser Krieg hat gerade erst begonnen. Er wird uns in jeder Hinsicht auf eine harte Probe stellen. Zeratul glaubte, dass die Xel'Naga am Leben seien und uns helfen würden. Auch ich hörte von dieser Prophezeiung. Es heißt, die Xel'Naga kommen von einer Welt, die dort existiert, wo nichts existieren kann. Alles Leben in unserem Universum soll von dort ausgehen. Unsere Ahnen suchten danach. Doch was sie fanden, waren nicht mehr als Legenden. Und ihr? Glaubt ihr diesen Legenden, so wie Zeratul es tat? Zeratul tötete meine Mutter, Artanis. Diese Tat werde ich ihm niemals vergeben. Ich werde ihn ewig dafür hassen. Rashagal hatte ihren freien Willen an die Königin der Klingen verloren, Matriarchin. Ja, ich weiß dies jetzt. Doch Vernunft kann gegen Emotionen nicht bestehen. Unseresgleichen empfindet sie stärker als ihr. Auch Zeratul trauerte um sie. Es war dieses Gefühl der Schuld, das ihn antrieb, das ihn auf die Spur dieser uralten Prophezeiung brachte. Er suchte nach Hoffnung für unser Volk. Verzeiht mir, wenn ich den Worten eines Verbannten keinen Glauben schenke. Die sind doch genauso verbannt. Rayner und mich verbindet die Trauer um einen gemeinsamen Freund. Zeratul. So, wir haben die jetzt mal weggemacht, weil dann haben wir vielleicht beim nächsten Mal genug Zeit und können zwei Missionen machen. Mal gucken. Ich weiß natürlich nicht, kommt drauf an, wie lange ich für die Mission brauche. Aber das war es erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.